fand's gut. Wir sind vielleicht ein bisschen langsam in die Gänge gekommen, aber dann war es super. Ich bin sobald der Kollege Feder so ein bisschen für mich ins Feuer macht, hat alles sehr viel besser Spaß gemacht. Ich fand's super. Ich finde, das ist ein schöner Auftakt gewesen zu einem bezaubernden Streit, fruchtbaren, und der muss auch überhaupt nicht gelöst werden. Da muss jetzt am Ende keine schöne Moral stehen. Wir setzen das fort. Läuft noch. Vielen Dank. Es ging um Identität. Das Spannende war eben, was für Leute da zusammen auf einem Podium saßen und gesprochen haben. Und mir hat es gut gefallen, weil halt ganz unterschiedliche Positionen zur Sprache kamen und das eben aber zusammen einen sehr diversen Diskurs ergab. Ja, Podiumsdiskussion, schwierige Sache. Aber ich glaube, wir sind irgendwann dann reingekommen. Aber das Ding ist, sobald man drin ist, ist vorbei. Ja? Man braucht eigentlich so einen Tag für so eine Diskussion. Hallo und herzlich willkommen zum Taxstreik. Geilvoll. Ich glaube, die Leute interessieren, weil die hören wollen, wie ihr euch streitet. Also keine Rücksicht auf nichts, keine Scham. So ist es ja auch alle in der Taz. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch hier. Niemand von Ihnen weiß, wie es auf der Taz-Konferenz losgeht. Manchmal sehr heftig, manchmal nicht so heftig. Das Thema dieser Streitdebatte, können Sie ja danach lesen, das ist über linke Frauen aus Deutschland, Migranten, Arbeiterkinder. Ich hätte eigentlich gerne geschrieben, linke Frauen, linke Weiber, Ossis, Ausländer und Follows. Weil es geht gar nicht unbedingt darum, Recht zu haben in einem moralischen oder irgendwie Sinne von, ich bin so ein tugendhafter Mensch, erkläre euch jetzt, was eine gerechte Welt wäre, sondern es werden halt quasi soziologische Fakten benannt. Und da wird man sich dran gewöhnen müssen, dass da Gruppen benannt werden, die früher nicht benannt wurden. Und das ist halt sowas, was diese Formulierung halt weiß benannt. Die Frage von, okay, immer dieses Opfer sein wollen und sagen muss, ich sehe das gar nicht so. Also ich sehe gar nicht, dass all diese Texte, die jetzt von den Menschen kommen, die ich meine, zum Beispiel aus so einem deutschen, migrantischen, wie auch immer, Kreis kommen, dass das alles so Opfertexte sind. Ich habe das Gefühl, es wird immer sofort so zurückgespielt. Woran liegt das? Ich glaube an Resonanzraum. Ich glaube, dass einfach meiner Elterngeneration wenig zugehört wurde. Aufgewachsen im Unrechtsstaat, kontaminierte Biografie, passt dich an. Also damit waren Diskussionen oft beendet. Ich muss hier nochmal so ein bisschen Kürbisin reinschütten. Ich finde ja im Gegensatz zum linksliberalen Mainstream bis weit in die Süddeutsche Zeitung hinein, dass wir auch nicht in Zeiten des Rechtsrucks leben. Ich finde auch nicht, dass es alles schlimmer geworden ist. Ich wollte bitte ein bisschen, dass das schnell reinkommt. Ich habe das nicht. Es war nicht so, man geht auf so ein Podium sozusagen immer dann irgendwie ins Einvernehmliche und dann muss es so. Und da habe ich gesagt, es war nicht so leicht. Wir müssen leider aufstehen, weil die Nächsten hier dran sind. Und das war keine gute Tonlage, du hast mich gerade erschreckt. Ja, nee.